Wie entlüftet man einen Heizkörper? Ganz oft werden wir zu solchen kleinen Aufträgen gerufen, weil einfach der Heizkörper nur halb warm wird, weil er gluckert. Und es kann eigentlich echt jeder selber machen eigentlich. Erstmals überprüft ihr, ob der Heizungsdruck in Ordnung ist. Dann dreht den Thermostatkopf ganz auf. Dann braucht ihr da so einen Entlüftungsschlüssel. Geht einfach her, braucht nur noch einen Becher, dreht auf und wartet quasi, bis die Luft draußen ist und bis Wasser kommt. Lasst am besten einen halben Becher oder so raus, dann sollte das auf jeden Fall klappen. Ihr müsst dann aber überprüfen, ob ihr die Heizung nachfüllen müsst. Wenn ihr Bock drauf habt, machen wir da Part 2. Wie fülle ich eine Heizung nach?